So, hi Leute. Hier ist wieder der Tommy. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer neuen Folge von Tommys verrückten Welt der Biere. Ja, die letzten beiden Male hatten wir ja was aus England gehabt. Und ich wollte jetzt einfach mal was anderes machen. Deswegen habe ich was komplett Ausgefallenes. Zumindest hoffe ich es mal. Und zwar Lucky Bier. Ja, keine Ahnung. Kommt aus China oder zumindest in China ist es gebraut. Die Brauerei ist scheinbar in Amerika drüben und heißt, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, The Lucky Drink Co. Pty Limited. Das rollt einem richtig von der Zunge runter, ne? Ja, wie schon gesagt, kommt irgendwo aus Amerika, genau weiß es nicht, gebraut in China. Besonderheit bei dem Bier, es ist mit Reis gebraut. Gucken wir mal. Ich zeige euch jetzt erstmal die Flasche. Also, sieht schon interessant aus. Also da ist ein Buddha. Also ist geformt wie ein Buddha, die Flasche. Ja, so von hinten. Also die Flasche finde ich wirklich klasse. Die sieht wirklich cool aus. Die setzt sich mal so richtig von anderen Flaschen ab. Find ich gut. Hat was. Und hier unten steht noch, oder vielmehr ist ein Zeichen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so ganz links hier unten, ja, wird man wahrscheinlich schon sehen können, Schwangere sollten kein Bier trinken. Egal. Gut, also, dieses Mal der Flaschenöffner, ein Messer. Aber nicht einfach nur flupp wie mit dem Feuerzeug, sondern, probieren wir es mal, ob wir es hinkriegen. Stylepunkt. Ja, und zwar mit der Schneide. Ich bin blöd zu fassen hier. Beinahe. Perfekt. Jetzt machen wir noch das Messer zu, bevor wir uns erstellen. So, den Kronkorken zeige ich euch auch nochmal. Steht einfach nur Lucky drauf. Okay. Ja, dann wünschen wir uns mal Glück. Sorry, der war blöd. Also riechen, eigentlich jetzt nichts Besonderes. Eigentlich fast gar kein Geruch. Ja, ein bisschen tot. Ja, ach so, und das Bier diesmal trinke ich aus der Flasche. Also ich denke mal, die Farbe seht ihr ja so ziemlich, die ist ziemlich hell. Weil, ja, glastechnisch habe ich jetzt momentan nichts Sauberes da. Gut. Also, auf euch. Ja, also Biergeschmack ganz am Anfang so minimalst, dann sobald also von der Zunge am Anfang weg ist, wuff, tot. Wie nichts, wie wenn man totes Leitungswasser gesogen hätte. Also. Jetzt lebe ich auch noch. Ja. Also, es ist ja ein ganz normales Lagerbier. Wo man. Gut, was heißt jetzt normal? Es ist mit Reis gebraut, ja. Also nicht ganz so normal, aber. Drücken wir es mal so aus, es reizt meinen Gaumen nicht sonderlich. Sowohl im Auge reizend ist. Ein bisschen länger wirken lassen. Nö. Geschmack, puff, weg. Also so eine Kurve, puff, weg. Schaumtechnisch, gut. Das sieht man eigentlich nur in der Flasche, sieht aber ja, halt ganz normal, wie beim Lagerbier halt der Schaum aussieht. Ja, und hinten drauf steht auch noch natural, also natürlich. Natürlich geschmacklos. Was steht denn da noch so drauf hier?
Ah, es ist aus Wasser gebraut. Das ist schon mal gut. Ja, Reis, Hopfen, Barley. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja. Ah, hier steht noch was. Barron's Brewing Pty. Also so heißt scheinbar die Brauerei in China. Keine Ahnung. Also, ich muss sagen, es ist jetzt nicht das Schlechteste, was ich je getrunken habe. Aber dafür das Fadeste. Das war eine frische Flasche, die noch nicht abgelaufen ist, aber es ist fad. Es ist einfach total fad. Lustiger Schaum hier drin. Ja, Durchschnitt. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Nö. Das war es leider so ziemlich gewesen hier. Also, man kann eigentlich schon viel drüber sagen. Also, es schmeckt jetzt nicht besonders scheiße, schmeckt halt einfach nur fad. Es ist halt gänzlich Geschmack nicht vorhanden. Genau. Jetzt habe ich noch was vergessen. Und zwar der Alkoholgehalt. Der, merkwürdigerweise. Ah, doch, hier. Ha. Winzig gefutzig klein steht der Alkoholgehalt drauf. Und zwar 4,8%. Also. Durchschnitt. Ja. Es ist einfach langweilig. Es stinkt langweilig. Ja, da ist Wasser mit Biergeschmack besser. Egal, vergesst es wieder. Also es ist geruchstechnisch und geschmackstechnisch tot. Und es verträgt sich nicht mit dem Döner. Heiligsblechle. Ist immer das Problem, dann so eine Flasche dann auch in der kurzen Zeit jetzt leer zu kriegen, wenn das Bier nicht sonderlich dolle schmeckt. Ja, also es sind auch 330 Milliliter drin, also es ist jetzt ausnahmsweise mal eins, was ein bisschen weniger hat als die letzten, wo jeweils ein halber Liter drin war. Ja, das Elend hat gleich ein Ende. Dann kann ich euch jetzt auch nochmal sagen, ich habe mein Rating-System ein bisschen angepasst. Und zwar das letzte Mal habe ich schon so ein bisschen damit angefangen. Ich habe das jetzt ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich von Posten das nicht vergesse. Und zwar, jedes Bier kann jetzt maximal 5 Flaschen für den Geschmack kriegen. 2 Flaschen für die Optik, also für die Flasche, das Optische. 2 Punkte für den Schaum. Und 1 Punkt für Originalität. Also wenn es jetzt irgendwas ganz Besonderes hat oder besonders gebraut ist oder die Flasche extrem auffällig ist oder sonst irgendwas in der Richtung. Ja. Ja, dann fangen wir mal davon an. Also, dem Bier gebe ich von der geschmackstechnischen Seite her 2 Flaschen. Ja, der Optik, also der Flasche, gebe ich volle 2 Punkte. Also ich finde die Flasche wirklich originell und optisch auch ansprechend. Also ist mal was komplett anderes. Ne? Also ich meine, Buddha sieht man nicht immer auf der Flasche. Ja, der Schaum ist Standard. Gebe ich 1 Flasche. Und für Originalität, dadurch, dass es mit Reis gebraut ist und die Flasche auffällt, kriegt es auch den Originalitätspunkt. Also, 2 Geschmack. 2 für die Optik. 1 für den Schaum, 5 und Originalität. Ja, kriegt's 6 von 10 möglichen. Ja, trinken wir es noch leer. Okay. Ab aufs Regal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.